Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Wenn der Staat, so behauptet, sich in Krisenzeiten wie diesen an die Bevölkerung wendet, wird ein starkes Signal erwartet. Von einer Rückrede wird dann in Deutschland gesprochen, so wie sie Roman Herzog vor 25 Jahren gehalten hat. Auch Bundespräsident Steinmeier forderte heute grundlegende Veränderungen. Die Folgen des russischen Angriffskrieges stellten das wiedervereinigte Deutschland vor seine bis dann größte Herausforderung. Zu deren Bewältigung und zur Verteidigung der Demokratie brauche es nun mehr als nur Bekenntnisse, betonte Steinmeier, nämlich Engagement und Widerstandskraft. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. Um in dieser Zeit zu bestehen, können wir auf die Kraft und Stärke bauen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben. Und helfen werden uns Erfahrungen, die wir bei der Überwindung anderer schwerer Krisen gemacht haben. Vergessen wir bei allen Sorgen, vergessen wir gerade jetzt nicht, wir sind wirtschaftlich stark, stärker als viele andere. Wir haben gute Forschung, starke Unternehmen, einen leistungsfähigen Staat und wir haben eine große, starke Mitte in unserer Gesellschaft. Tina Hassel, soweit ein kurzer Eindruck von der Rede. Was waren denn für Sie die wichtigsten Botschaften? Ja, die haben sich hier schon im Grunde herauskristallisiert. Zum einen spricht und hat der Bundespräsident davon gesprochen, dass die guten Jahre vorbei sind, dass jetzt eine lange Zeit des Gegenwinds beginnt von Angriffen und dass es auch kein schnelles Zurück zu dem Status davor gibt. Er hat also damit eingeschworen auf schwierige Zeiten, hat auch gesagt, bei all den Krisen auf keinen Fall die Megakrise, den Klimawandel zu vergessen und hat gleichzeitig Mut gemacht, hat zumindest versucht, Mut zu machen und zu sagen, wir sind ein starkes Land, wir wissen im Grunde, wie es gehen kann, wir haben aus anderen Krisen viel gelernt. Also das war im Grunde der Tenor, der für mich in dieser Rede zu erkennen war. Hat Steinmeier mit dieser Ansprache das geliefert, was von ihm erwartet wurde? Naja, das wird man sehen, wie die Reaktionen ausfallen. Wir haben hier Interviews gemacht, auch mit ganz unterschiedlichen Menschen, die eigentlich alle eher positiv eingestimmt waren, die gesagt haben, er hat ein klares Handlungsheft jetzt auch an die Regierung gegeben und an die Bürgerinnen und Bürger. Hier, es liegt jetzt an uns, denn das war ja auch ein zentraler Botschaft dieser Rede. Wir alle müssen jetzt mehr tun und in Zeiten des Gegenwinds kann es nicht sein, dass sich Menschen nicht beteiligen. Er hat da ja auch wieder von seinem von seiner Pflichtzeit gesprochen. Er hat nicht die eine große Botschaft geleistet und geliefert, aber so sind die Zeiten auch nicht. Aber er war sehr konkret geworden, auch gegenüber Russland, unerwartet deutlich, fand ich. Also insofern werden wir sehen, wie die Reaktionen sind. Aber hier im Saal, die ersten waren durch die Bank weg positiv. Tina Hassel, ganz herzlichen Dank. Die Energiekrise hat heute auch den Bundesrat beschäftigt. Die Länderkammer verabschiedete unter anderem die Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner sowie einen weiteren Heizkostenzuschuss an bedürftige Haushalte. Außerdem den 200 Milliarden Euro Abwehrschirm, der die Folgen der hohen Strom- und Gaspreise abmildern soll. Zum Auftakt der Sitzung wählte der Bundesrat einen neuen Präsidenten. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher übernimmt das Amt vom Thüringer Regierungschef Ramelow. Die EU-Kommission spricht von einem Meilenstein für die Erreichung ihrer Klimaziele, die Automobilhersteller von einer folgenschweren Entscheidung. Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Darauf einigten sich gestern Abend die EU-Staaten und das Europaparlament. Autos mit Benzin- und Dieselantrieb werden dann nicht mehr zugelassen. Die EU setzt damit stark auf Elektromobilität. Im Jahr 2026 soll diese Entscheidung noch einmal überprüft werden können. Ich frage nach bei Tobias Reckmann in Brüssel. Bedeutet diese Entscheidung das Ende des Verbrenners?
Ja, da ist die Antwort ein klares Jein. Denn in der Tat, dieses Verbot ab 2035 gilt eben wirklich nur für Neuzulassungen. Das heißt, jeder, der jetzt ein Diesel- oder Benzinauto fährt, kann das natürlich auch nach 2035 weiterfahren. Man kann Verbrenner dann auch weiterhin verkaufen oder gebrauchte Verbrennungsautos auch weiter kaufen. Es wird also wirklich kein Fahrverbot für Verbrennungsmotoren geben. Und dieses neue Gesetz, das gilt in der Tat für einen sehr, sehr großen Teil der Fahrzeuge, aber eben auch nicht für alle. Sonderfahrzeuge sind zum Beispiel von dieser Regelung komplett ausgenommen. Also beispielsweise Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeuge, Fahrzeuge vom Technischen Hilfswerk, Panzer, all die werden natürlich auch in Zukunft und nach 2035 weiterhin mit einem Verbrennungsmotor fahren können. Nun soll dieser Beschluss auch noch mal überprüft werden können. Warum? Naja, diese Prüfung ist ein Teil des Kompromisses, den man jetzt geschlossen hat. Und da geht es eben dann unter anderem darum, dass man ja prüfen möchte, ob die technische Entwicklung in 4 Jahren, also in 2026, so stattgefunden hat, wie man sie jetzt erwartet. Zum Beispiel fordert das Europäische Parlament ja auf Hauptverkehrsstraßen alle 60 Kilometer eine Ladesäule für E-Autos. Also auf solche Dinge wird man schauen. Wichtig wird aber auch die Frage sein, ob E-Fuels, also klimaneutrale Kraftstoffe, weiterhin eine Chance haben. Das wäre dann so eine Hintertür für den Verbrennungsmotor. Die FDP betont heute sehr stark, dass diese E-Fuels nach wie vor eine Chance hätten. Da muss man aber eben dazu sagen, dass das eine reine Prüfbitte an die Europäische Kommission ist. Die Kommission kann das auch schlichtweg ignorieren. Was also wirklich nur im Gesetzestext festgeschrieben ist, das ist das Verbrenner aus ab 2035. Tobias Reckmann.